wirklich ein wirklicher Hetzer, also einer der wirklich ganz, ganz schlimmen Hetzer. Unter Punkt 27 des Antrages von Frau Roth finden wir die Forderung nach Einführung eines Klimapasses. Frau Roth möchte jetzt also sogenannten Klimaflüchtlingen ein weltweites Recht auf Migration einräumen, damit in Zukunft nicht nur am Silvesterabend auf der Kölner Domplatte getanzt werden kann, sondern das ganze Jahr. Und jetzt kommt der in den Bundestag. Und da war ich am Anfang, ehrlicherweise gebe ich zu, durchaus verunsichert und habe mir überlegt, was mache ich da? Kann ich das aushalten? Also kann ich diese Nähe, also auch die ja körperlich dich fast einschnürt, wie halte ich die aus? Ich zitiere den letzten Absatz aus dem Antrag der Grünen. Eine gleichberechtigte, gendergerechte Gesellschaft hat bessere Aussichten, ihre Umwelt zu schützen und die Klimakrise zu überwinden. Die Klimakrise ist nicht genderneutral. Die Gegenmaßnahmen dürfen es auch nicht sein. Zitat Ende. Liebe Kollegen, ich habe mir gedacht, wer kommt eigentlich auf solche Ideen? Wem fällt sowas eigentlich überhaupt ein? Und manchmal können die Dinge im Leben so wunderbar selbsterklärend sein. Da stand dann auf dem Antrag Claudia Roth, Klammer auf, Augsburg, Klammer zu, dann war alles klar. Am Anfang des Jahres haben Sie, Frau Roth, sich beschwert, dass seit dem Einzug der AfD die Leichtigkeit des Hauses weg sei. Am Anfang war ich sehr nass geschwitzt bei den Sitzungsleitungen. Sie haben recht. Solche Spaßpapiere gibt es mit uns in Zukunft nicht mehr.